Ja, beim Spiel gegen Lübbecke war ich in einer Abwehrsituation, bin dann hochgesprungen. Im letzten Moment ist mir der Gegenspieler leider in die Beine gelaufen, bin dann quer auf dem Außenfuß gelandet und mit dem vollen Gewicht umgeknickt. Der hat sich das Außenband teilruptiert und ist seitdem bei uns in der Reha, täglich 3, 4 Stunden. Dort arbeiten wir an Beweglichkeit und dass seine Schwellung vor allem abtransportiert wird. Er wird täglich gelympht und mit den Flossbändern. Flossing ist auch eine Methode, um die Flüssigkeit abzutransportieren. In dem Moment habe ich gar nicht an Schmerzen gedacht oder ähnliches. Ich wollte einfach nur, dass wir das Spiel für uns gewinnen und habe deswegen noch versucht, zumindest mit meiner Stimme, die Mannschaft irgendwie noch zu unterstützen. Zum Glück konnten wir das Spiel dann auch noch gewinnen. Hat sich somit dann halbwegs rentiert. Training sind wir auf dem Alter-G täglich, damit er noch ohne Belastung läuft. Es wäre zu viel für das Sprunggelenk, wenn er schon voll belasten würde. Ja, ich versuche möglichst oft beim Training da zu sein. Konnte auch zum Glück einiges am Videomaterial schon sichten und mit dem Coach auch schon besprechen. Nichtsdestotrotz fehlen mir natürlich die ganzen Einheiten, um das tagtägliche Geschäft mitzukriegen. Aber ich versuche das Bestmögliche, um dann die neuen Taktiken schon gleich mitbekommen zu haben. Es läuft gut, man muss ihn manchmal ein bisschen bremsen. Er würde sich wünschen, es würde schneller gehen, aber es ist, wie es ist. Also das braucht einfach Zeit, bis da wieder alles so belastbar ist, wie man sich das wünscht und dass er auch zurück zur Mannschaft kann. Wird noch so circa 2 Wochen dauern. Ja, bin sehr gut aufgehoben hier bei der Reha Med. Bin hier tagtäglich 4 Stunden und lasse mir hier nicht nur die Füße streicheln, sondern auch die Seele ab und zu. Weil nicht immer habe ich die beste Laune, aber mit dem Lächeln der Therapeuten geht es immer bergauf.